Guten Tag, Herr Menuidier. Sie sind Spezialist für die deutsch-französischen Beziehungen. Sie sind Honorarprofessor an der Universität Sorbonne Nouvelle Paris III. Die Leser unseres Blogs hatten schon mehrmals das Vergnügen, Sie zu hören. Gestern Abend waren Sie bei der Stiftung Deutschland im Maison Heinrich-Heine-Haus und haben eine Diskussionsrunde zum Thema De Gaulle, Deutschland und Europa moderiert. Das Programm kündigte einen runden Tisch an, an der die großen Momente der Annäherung zwischen De Gaulle und Bundeskanzler Adenauer analysiert werden sollten, die durch den Élysée-Vertrag 1963 gekrönt wurden und die ihre tiefgreifenden Differenzen über Europa nicht vergessen lassen sollten. Zu welchem Zeitpunkt nach dem Krieg hat die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich begonnen und wer hat sie initiiert? Ich würde sagen, dass diese Versöhnung hat schon vor Kriegsende angefangen. Das heißt, es gab also, alle Deutschen waren nicht also für Hitler und alle Franzosen waren nicht also für Marischal Pétain und für die Kollaboration. Das heißt, also, es gab viele Gemeinsamkeiten zwischen Franzosen und Deutschen, die für Demokratie und für Frieden waren. Also konnte man sich schnell einigen, um etwas nach dem Krieg zusammenzumachen. Natürlich, die Voraussetzung war, dass die Hitler-Diktatur beseitigt wird. Also diese Menschen, die auch eine Rolle gespielt haben in der Resistance-Bewegung oder auch in den Kriegsgefangenenlager, hat es schon Überlegungen gegeben, was werden wir machen, wenn wir wieder frei sind und wenn Hitler nicht mehr an der Macht ist. Ja? Und ich möchte auch ein Beispiel nennen, was Europa angeht, also die Projekte über die europäische Einigung sind schon also in der, während des Krieges entstanden. Beispielsweise der Manifest von Spinelli, Altiero Spinelli, ein italienischer Kommunist, wurde schon 1941 bekannt gegeben. Und da hat er sich also für den Föderalismus engagiert, für ein föderales Europa. Und man kann sagen, dass dieser Ansatz hat also die ganze europäische Diskussion sehr tief beeinflusst. Also Sie sehen, nicht nur ab 1945, sondern schon vorher gab es also Überlegungen, was sollen wir zusammen machen. Nach 1945 kann man sagen, dass die Bemühungen haben sehr früh angefangen. Die erste Organisation für den Jugendaustausch wurde schon im August 1945 also in Westdeutschland gegründet durch einen Franzosen, einen Priester, Jean Durivo. Er hat die Organisation BILD, die später genannt wurde, BILD, Bureau International de Liaison et Documentation, auf deutscher Seite die GÜZ, die Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit. Und beide Organisationen haben Zeitschriften herausgegeben, die damals eine sehr große Auflage hatten. Dokument auf französischer Seite und Dokumente auf deutscher Seite. Also schon. Da möchte ich ganz kurz. Da wollte ich ganz kurz an Ernst Weisenfeld erinnern, bei dem ich von 1989 bis 1992 in der Redaktion von Dokumente in Bonn war. Ja, Ernst Weisenfeld war ein großer Journalist, ja. Der hat nicht nur für Zeitungen geschrieben, gearbeitet, der war Korrespondent in Paris, auch für das Fernsehen. Der hat auch sehr schöne Bücher, wichtige Bücher über Frankreich und über das deutsch-französische Verhältnis veröffentlicht. Ich kannte ihn auch und es war wirklich sehr angenehm, mit ihm zu sprechen. Ja, nach 1945, also hat es mit der Jugendtreffen angefangen. Warum haben diese Jugendtreffen eine wichtige Rolle gespielt? Es wurde auch von der französischen Besatzungspolitik offiziell gefördert. Warum? Weil man dachte in Frankreich, in den Regierungskreisen, die Menschen in Deutschland sind so stark von Hitler beeinflusst worden, dass sie wohl Schwierigkeiten haben werden, um wirklich Demokraten zu werden. Aber dafür müssen wir uns besonders für die jungen Menschen interessieren, damit wir aus diesen jungen Menschen und aus den jungen Deutschen also echte Demokraten und echte Europäer machen. Das war einer der Gründe, warum die deutsch-französischen Jugendtreffen
schon ab 1945, besonders ab 1946, angefangen haben. Und so wurde eine neue menschliche Infrastruktur gegründet. Ja? Und die weitere Entwicklung war dann, also in dem deutsch-französischen Vertrag von 1963, die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerkes. Aber man sieht, dass die Vorbereitungen bis auf Kriegsende zurück eine Rolle gespielt, wie beispielsweise Alfred Grosser, der ja sehr bekannt ist in Deutschland. Er kommt aus einer jüdischen Familie, die ausgewandert war nach Frankreich 1945. Der hat eine Organisation gegründet, Comité Français d'Échange avec l'Allemagne Nouvelle. Er hat auch eine Zeitschrift herausgegeben, Allemagne. Und ich glaube, dass Grosser und sein Komitee und seine Zeitschrift haben eine wichtige Rolle gespielt, also gerade was das Nachdenken über die Notwendigkeit einer neuen, also von neuen Beziehungen zu Deutschland und Frankreich. Joseph Revin, der Freund von Grosser, hat sich auch sehr stark engagiert und hat sich ganz besonders also für die Jugend engagiert, damit es zu deutsch-französischen Treffen kommt. Also Sie sehen, eine ganze Reihe von Menschen haben dazu beigetragen. Es gab auch ein Politiker nach 1945, hat auch eine sehr wichtige Rede gehalten, und zwar, das war Churchill in Zürich 1946 schon, der gesagt hat, also es kann kein Europa geben, wenn Frankreich und Deutschland sich nicht so einigen. Das war für ihn also der Ansatz, die Voraussetzung. Also damals haben noch keine französischen Politiker also so deutlich gesprochen oder sich so deutlich für eine Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen engagiert, um Europa aufzubauen. Also Sie sehen, es hat viele Menschen gegeben und viele Organisationen gegeben, die dafür gesorgt haben, dass es zu einer Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen nach 1945 kommt. Nach dem Krieg verlässt de Gaulle die Regierung und zieht sich nach Colombey-le-Deux-Églises zurück. Was waren denn andere Schritte, die Deutschland und Frankreich näher zusammengebracht haben? Also für mich der wichtigste Schritt, der fundamentale Schritt für mich, war die Rede von Robert Schuman am 9. Mai 1950. Robert Schuman war damals französischer Außenminister, er war mal Premierminister, Finanzminister, Lothringer, war im Zweiten Weltkrieg Kriegsgefangener, konnte fliehen und hat sich also versteckt, also konnte den Krieg überleben, kannte natürlich die ganzen deutsch-französischen Gegensätze und wollte sie unbedingt überwinden. Deswegen also seine Initiative vom 9. Mai 1950. Dabei wurde er von Jean Monnet beraten. Der Plan der europäischen Einigung wurde eigentlich von Jean Monnet vorbereitet. Was hat Schuman gesagt? Eigentlich drei. Er hat drei Vorschläge gemacht. Erstens, wie Churchill, Frankreich und Deutschland müssen sich unbedingt versöhnen. Wenn es keine Versöhnung gibt, kann es kein Europa geben, kann es keinen Frieden geben. Und er sagte, ein bisschen zusammenfassend die ganze Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, wir haben zusammen Europa nicht gebaut, dafür haben wir den Krieg gehabt. Ja. Also umgekehrt muss man sagen, wenn wir keinen Krieg mehr wollen zwischen Frankreich und Deutschland, dann müssen wir Europa zusammenbauen. Und also die Notwendigkeit der Versöhnung, dann die direkte Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Er hat gesagt, also nicht nur große Reden, sondern wir müssen zur Tat gehen. Und dafür hat er den Vorschlag gemacht, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen. Mit Kohle können Sie Stahl gießen, mit Stahl können Sie Kanonen bauen, mit Kanonen können Sie den Krieg gegeneinander führen. Wenn nun Frankreich und Deutschland ihre Produktion, ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen, dann haben sie so ungefähr gebundenen Enden und sie können gegeneinander führen. Das war der Gedanke von damals, also von Schuman. Dazu kam der Gedanke, dass
so interessant, das deutsch-französische Verhältnis sei, dass es nicht genug wäre für Europa. Das heißt, die anderen europäischen Staaten sollten mitmachen. Und mitgemacht haben 4 Staaten, die 3 Benelux-Länder und Italien. Und der dritte Punkt, der zu großen Streitigkeiten führen wird, der dritte, war die Supranationalität. Das heißt also, was der Vorschlag war, dass die Staaten nicht nur wie sonst zusammenarbeiten, das hat es eine diplomatische Zusammenarbeit, hat es immer wieder gegeben, aber die Staaten sollten bereit sein, auf einen Teil ihrer Identität zu verzichten, damit die europäische Organisation entscheiden kann, also was zu machen ist für die Gemeinschaft der europäischen Staaten. Ich kann sagen, es war etwas Revolutionäres. So etwas hat es noch nie gegeben. Also Sie sehen, Schumann hat da eine wichtige Rolle gespielt. Das war wirklich der Anfang der deutsch-französischen Versöhnung und der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Zu welchem Zeitpunkt in den 50er Jahren hat de Gaulle einen entscheidenden Einfluss auf die deutsch-französischen Beziehungen bekommen? Ich würde sagen, unter der Vierten Republik, also bevor er noch Präsident der Republik wurde, so in den Jahren zwischen 1945 und 1958, hat er eine sehr wichtige Rolle gespielt in der Auseinandersetzung um die EVG, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die Diskussion hatte damit angefangen, dass es zunächst mal einen Krieg in Korea gab. Korea wurde geteilt nach dem Zweiten Weltkrieg. Nordkorea war von der Sowjetunion besetzt, Südkorea von den USA, von den Amerikanern. Und nun, Ende Juli 1950, greift Nordkorea den Süden an. Ja? Also das war indirekt ein Krieg zwischen Sowjetunion und USA. Und dann hat man natürlich im Westen Angst gehabt und gesagt, also, das ist so ein Versuch zu testen, wie wir im Westen reagieren. Vielleicht wird also die Sowjetunion das Gleiche mit im Westen machen und besonders wegen Berlin oder wegen Deutschland. Deutschland war ja damals geteilt, ja. Und es gab große Auseinandersetzungen über die Zukunft von diesem Deutschland. Also die Befürchtung, es kommt zum Krieg wegen Deutschland. Nun, Westdeutschland muss besser verteidigt werden. Frankreich wollte 5 Jahre nach dem Krieg also nicht davon hören, dass es die Armee wieder gegründet wird. Ja, man wollte das überhaupt nicht haben. Man hatte zu schlechte Erfahrungen mit der deutschen Armee gemacht, also seit dem Krieg von 1970, 71, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Die Franzosen wollten das nicht mehr. Ja. Also keine deutsche Armee. Aber man wusste, es ist notwendig, dass Deutschland, auch das Westdeutschland, einen Beitrag leistet für seine eigene Verteidigung. Deswegen kam der Gedanke, eine europäische Armee aufzubauen. Eine europäischen Uniformen. Und ob in diesen Uniformen, ob es also Italiener, Franzosen oder Deutschen sind, das wäre eigentlich egal. Wichtig ist eine gemeinsame Armee. Und so entstand dieses Vorhaben der europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die europäische Verteidigungsgemeinschaft, eine europäische Armee. Und es wurde ein Vertrag unterschrieben, internationaler Vertrag, mit den 6 Ländern, immer die gleichen, Frankreich, Deutschland, Italien und die 3 Benelux-Länder, Großbritannien damals nicht mitmachen wollen. Und leider ist im französischen Parlament gescheitert, weil de Gaulle und seine Anhänger, so wie die Kommunisten, die natürlich von Moskau unterstützt waren, also beide politischen Parteien haben also den Kampf gegen diese EVG geführt. Und letzten Endes das Ergebnis war, dass die EVG abgelehnt wurde in Frankreich, im französischen Parlament. Das war eine sehr wichtige Niederlage für Europa und für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Das bedeutete, dass seitdem gibt es also keine deutsch-französische Armee, keine europäische Armee. Und das hat auch
natürlich negative Nachwirkungen gehabt über das politische Europa. Also Sie sehen, dass in der Zeit, wo er noch nicht wieder an der Macht war, also besonders der Vierten Republik, in diesem Fall der EVP, dass de Gaulle eine wichtige Rolle gespielt hat. Leider muss man sagen, eine negative Rolle. Mhm. Nach 1958, nachdem de Gaulle an die Macht zurückgekommen war, war Konrad Adenauers Besuch bei de Gaulle in Colombey-les-Deux-Églises und de Gaulles triumphale Reise nach Deutschland 1962 entscheidende Schritte für die Aussöhnung. Bestimmt, ja. Also 1958, das war gleich nachdem, de Gaulle war noch damals Regierungschef, er war noch nicht Präsident der Republik, er wurde Präsident der Fünften Republik Anfang Januar 1959. Ja. Es gab gleich ein Protokollproblem zwischen de Gaulle und Adenauer, als de Gaulle also Regierungschef wurde. Die Frage war, wer fährt zu wem? Und de Gaulle sagte, meine Autorität fußt auf Juni 1940. Seit Juni 1940 also spiele ich eine sehr wichtige Rolle. Ich bin der Älteste, also soll Adenauer zu mir kommen. Aber Adenauer sagte, nein, so ist es nicht. Ich bin Regierungschef seit 1949, ja, und Sie sind der Regierungschef, also Sie sollen zu mir kommen. Es gab also wirklich ein Problem, Protokoll. Wer fährt zu wem? Mit dem Ergebnis, es wäre also beinahe gescheitert, dann hat de Gaulle einen Vorschlag gemacht, dann treffen wir uns privat bei mir. Nicht also in öffentlichen Gebäuden, ja, der Republik oder der Bundesrepublik in Deutschland, sondern wir treffen uns ganz einfach, ganz privat bei mir. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil Adenauer zwei Tage bei de Gaulle und seiner Frau verbracht in Colombey-les-Églises, in seinem Landhaus. Die Boisserie. Dort haben sie miteinander diskutiert. Sie hatten viel Zeit zu diskutieren. In der Boisserie, ja. Sie hatten viel Zeit zum Diskutieren. Sie konnten also spazieren gehen in den Garten. Und Adenauer hat bei den de Gaulles also gegessen. Er hat auch dort geschlafen, gesehen, also wie die Familie de Gaulle lebt, ja. Das hat so ein Klima geschaffen, das sehr günstig war. Und darüber hinaus haben die beiden Staatsmänner eigentlich festgestellt, gemeinsame Gedanken hatten. Das ist zwar also über viele Probleme, dass sie sich gut verständigen können. Und das hat ein festes Fundament gegründet. Ja. Das war für de Gaulle nur die Bestätigung von seinem positiven Eindruck von Adenauer, weil schon unter der Vierten Republik, also in den Anfang der 50er Jahre, hatte natürlich de Gaulle ganz genau beobachtet, was mit Adenauer geschieht. Und er schätzte dies nur durch den privaten Besuch, konnte das also bestätigt werden. Also dieser Besuch hat eine wichtige Rolle gespielt. Dann, Sie haben also von 1962 gesprochen. 1962 war auch sehr wichtig. Warum? Weil der Krieg in Algerien gerade zu Ende war. Und Anfang Juli 1962. Nun, de Gaulle war davon befreit und er konnte sich der Außenpolitik widmen. Weil wegen des Krieges in Algerien wurde Frankreich sehr stark angegriffen in der UNO oder rein international. Es wurde Frankreich vorgeworfen, also in Algerien keine Unabhängigkeit geben zu wollen und so weiter. Also es machte die französische Außenpolitik sehr kompliziert, ja. Also Ende des Krieges in Algerien, Anfang Juli, dann sofort lädt also de Gaulle Adenauer ein. Und da er also vieles vorhat, Adenauer wird eingelanzter, sondern er wird praktisch als Staatschef geladen. Also wird dann, und das endet also mit in Reims, mit dem gemeinsamen Gottesdienst in Reims, in der Kathedrale. Und man sieht auch dadurch die Gemeinsamkeiten, also die katholische Kirche, der Katholismus als gemeinsame Grundlage für Deutschland und Frankreich. Das hat also auch hier eine wichtige Rolle gespielt. Ja, ja, und dann war der Gegenbesuch von de Gaulle in Deutschland im September. Der war ja triumphal, weil er unter anderem
sich auf Deutsch an die Deutschen gerichtet hat und von dem großen deutschen Volk gesprochen hat. Und an die Jugend Europas sagte er, ich sehe das Leuchten in ihren Augen. In Ludwigsburg. Ja, das war wirklich eine tolle Reise. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, auch mal die Filme gesehen. Als er in Bonn eintraf und seine erste öffentliche Rede in Bonn gehalten hat, konnte man spüren, dass es gab auch sehr viele Ablehnung von de Gaulle, also von durch die deutsche Bevölkerung. Und es gab eine ganze Reihe von Plakaten, also für die Europäische Föderation. Das heißt, de Gaulle wurde kritisiert für seine Europapolitik. Aber de Gaulle ist de Gaulle gelungen, die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten umzudrehen. Ja? Und ich glaube, er hat zwei Methoden benutzt. Erstens hat er, wie Sie sagten, also Deutsch gesprochen, ohne Noten. Er hatte seine Reden auswendig gelernt. Das ist ja eine Leistung, ja. Also auswendig gelernt. Und das deutsche Publikum war natürlich also sehr empfindlich dafür. Zum ersten Mal, da redet ein ausländischer Staatsmann in unserer Sprache. Also er bemüht sich wirklich. Und zweitens die Geschichte mit dem großen Volk. Ja. Das war einmal eine Überzeugung bei de Gaulle, dass de Gaulle hat wohl also gegen Deutschland gekämpft, aber er hat auch die deutsche Kultur, die deutsche Geschichte auch sehr, sehr geschätzt. Er wusste, dass die Menschheit, also verdankt Deutschland, sehr viele Leistungen. Deswegen also dieser Gedanke, das großdeutsche Volk. Und in seinen Reden, es war ein Theatermensch, de Gaulle eigentlich auch. Ja? Er hat immer also davon gesprochen, das große deutsche Volk. Und er spürte natürlich, also das kommt irgendwie sehr gut an. Und das hat er nochmal gesagt, also hat er nochmal darauf hingewiesen, jawohl, das große deutsche Volk, also sehr theatralisch. Ja, die öffentliche Meinung also war begeistert. Ja. Und so ist diese Reise in Deutschland, die als eine schwierige Reise angekündigt wurde zu einer Triumphalreise. Also von Bonn über das Ruhrgebiet, Hamburg, runter nach München, Stuttgart und dann die Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg. Da passiert in Ludwigsburg eine schöne kleine Panne. Er redet also, was Sie gesagt haben, also er sieht also das Feuer in den Augen der jungen Deutschen. Ja, de Gaulle konnte also nicht so gut sehen, der war ziemlich weit entfernt von seinem Publikum, aber das war ein Ausdruck, um zu versuchen, die deutsche Jugend anzusprechen. Also er hält seine Rede und plötzlich stockt er. Er kommt nicht weiter. Und man sieht, das dauert nicht lange, dass sein Dolmetscher, der hinter ihm war, und der die Rede, die de Gaulle auswendig sagte, also was ihm da gefehlt hat. Und man sieht, wie der Dolmetscher sehr schnell hinter de Gaulle kommt und ihm sagt immer so das Wort, das ihm fehlte. Und dann geht die Rede weiter. So eine tolle intellektuelle und auch physische Leistung für einen Mann, der damals also noch nicht so jung war. Aber dass er in der kurzen Zeit so viele Reden auswendig gelernt hat, und eine solche Reise ist natürlich sehr anstrengend, dass er das alles noch so meistern konnte, war wirklich eine großartige Leistung. Ja. Und die Reise war natürlich, zur Reise hat eine besondere Bedeutung für das deutsch-französische Verhältnis. Ich erinnere mich, als ich 12 oder 13 Jahre alt war, habe ich von meinem Vater eine Schallplatte bekommen mit der Rede von de Gaulle, vor den Offizieren der Führungsakademie in Hamburg auf Deutsch. Und das hat mich damals maßlos beeindruckt. Der Élysée-Vertrag kommt im Januar 1963. Ja, anlässlich, ja. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums habe ich auf dem Blog viel darüber geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, hat sich das historische Gedächtnis der Deutschen nicht genau daran erinnert, dass de Gaulle mehr wollte und Adenauer gebremst hat. Ja, de Gaulle wollte mehr, weil seine Projekte über Europa waren eigentlich gescheitert. Ja?
das Europa, er hatte, das war das Europa, das Europa, es hat eine Arbeitsgruppe gegeben unter der Leitung von einem Minister Fouché, Christian Fouché. Und es sollte, de Gaulle wollte eine Art konföderales Europa bilden, aber dann hat er das noch verschärft und die kleineren Staaten in der Europäischen Gemeinschaft, also besonders Belgien, Niederlande und Luxemburg, haben das abgelehnt. Deswegen hat wohl gesagt, also gut, was wir mit 6 Ländern nicht tun können, werden wir also allein Frankreich und Deutschland machen. Und dadurch, wir werden nachher also eine Motorrolle spielen und die anderen Staaten werden zu uns kommen. Und so ist der Élysée-Vertrag, also als das Ergebnis eigentlich des Scheiterns der europäischen Pläne von de Gaulle. Nach der Triumphal de Gaulle durch Deutschland wollte man natürlich ein bisschen jetzt weitergehen. Man wollte die Zusammenarbeit vertiefen. Es kam also Paris wie von Bonn. Aber der Gedanke war, eine allgemeine Erklärung abzugeben, irgendwann im Laufe des Jahres 63. Ja. Aber der Gedanke, einen Vertrag zu unterschreiben, kam eigentlich von Adenauer. Weil Adenauer wusste, dass seine Zeit zu Ende ging. Er sollte, es war ja abgemacht seit 1961, dass er im Oktober 63 zurücken sollte. Und Adenauer wusste ganz genau, dass sein potenzieller Nachfolger, der Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, auch von der CDU, nicht besonders Frankreich freundlich war. Es war mehr ein Politiker mehr für die Zusammenarbeit mit Großbritannien, mit den USA und für die freie Marktwirtschaft. Also er wusste, es wird also schwierig werden zwischen Frankreich und der Bundesrepublik. Deswegen wollte er diese Verständigung irgendwie durch einen Vertrag festmachen. Und so wurde es gemacht. Ja. Also praktisch im letzten Moment wurde aus der Erklärung und gleich nach der Unterzeichnung im Élysée-Palast geschah etwas, was gezeigt hat, also wie wichtig eigentlich für de Gaulle diese deutsch-französische Zusammenarbeit geworden war. Also nach der Unterzeichnung ist de Gaulle aufgestanden, gegangen und hat ihn umarmt, hat ihm so einen Bruderkuss gegeben. Und alle Diplomaten waren total überrascht. Ja. Adenauer selber, ja, er wusste nicht, was er machen sollte. Und man sieht da einen Mitarbeiter oder einen Minister. Und es gab auch einen kleinen Zwischenfall. Adenauer kam sofort Gerhard Schröder. Also nicht der SPD, sondern CDU, der damals, also CDU, Gerhard Schröder, der damals Außenminister, ihm gesagt, nein, noch nicht mit Ihnen, es ist zu früh. Also er wollte keinen Bruderkuss mit Gerhard Schröder tauschen, weil er wusste, dass Schröder also gegen diese enge deutsch-französische Zusammenarbeit war und mehr auch wie Erhard auf der Seite von Großbritannien und USA waren. Aber auf jeden Fall, der Text wurde unterschrieben und es war ein sehr wichtiger Schritt auch für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Da, bei dem Ratifizierungsgesetz zum Vertrag hat der Bundestag eine Präambel dem Ratifizierungsgesetz vorgesetzt, das die Bindung an die USA und die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft fördern sollte. Das beides war so nicht im Sinne von de Gaulle, nicht? Nein, das war nicht im Sinne und ich kann Ihnen sagen, dass wir haben darüber also schon eine ganze Reihe von zuverlässigen Informationen. De Gaulle war sehr böse. Ja. Er war sehr, sehr böse, weil diese Präambel darauf, also französische Zusammenarbeit, Freundschaft und so weiter, das ist schon toll, aber dieser Vertrag, soll also trotz diesem Vertrag soll also aufgenommen werden in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. De Gaulle war dagegen.
war dagegen, weil er sagte, Großbritannien wird uns zu viel bringen wie dem gesamten Commonwealth. Ja? Und außerdem werden die praktisch, also die Großbritannien wird die Interessen der USA innerhalb der EU vertreten. Er sagte also, die Großbritannien könnte zum trojanischen Pferd der Amerikaner werden. Und da er den Einfluss der Amerikaner zurückdrängen wollte, das passte ihm nicht. Ja. Also er war gegen die Aufnahme von Großbritannien und Deutschland damals, also viele westdeutschen Politiker waren dafür. Im Klammer, wenn man jetzt daran denkt, was geworden ist mit Großbritannien und die EU, Brexit-Geschichte, muss man sich wirklich fragen, ob de Gaulle damals also da nicht recht gehabt hätte. Aber das ist eine andere, Diskussion. Ja, also es gab diese Auseinandersetzung wegen Großbritannien, dann wegen USA, auch wegen der atomare Zusammenarbeit. Und auch wurde gesagt, ja, der Vertrag soll also die deutsche Einheit nicht in Frage stellen, obwohl also de Gaulle sich für die deutsche Einheit ausgesprochen hatte. Und er hat also einen Perfid gesagt, und das hat er in einem Buch geschrieben, also er sei sehr enttäuscht, die Deutschen hätten sich hingelegt vor den Amerikanern. Er sagte also, die Deutschen sind Schweine, also die Deutschen sind Schweine, sie verdienen eigentlich nicht, dass wir diesen Vertrag so also behalten. Ich sollte eigentlich diesen Vertrag kündigen. Und ich sollte mich ständigen, weil er wusste, das war natürlich auch die Angst in Deutschland, in Westdeutschland, dass es irgendwie zu einer engeren Verständigung in Frankreich, Sowjetunion kommt. Ja. Also das waren nur Bedrohungen, ja. Das waren Zeichen also der Unzufriedenheit, des Zornes, aber der Vertrag ist geblieben. Aber es zeigt nur, dass auch in dem Moment, obwohl wir diesen Vertrag unterschrieben hatten, dass es doch große Differenzen gab zwischen der Republik Deutschland. Ja, de Gaulle hat in einer Pressekonferenz 1962, ist er gefragt worden, ob er von einem Europa der Vaterländer spricht. Und er hat sich furchtbar aufgeregt und gesagt, ich habe davon nie gesprochen, sondern ich bevorzuge das Europa der Nationen. Diese Sache mit den Nationen ist in Deutschland sehr missverstanden worden. Und heute spricht Staatspräsident Macron auch von der Souveränität der Mitgliedslieder der EU, aber gleichzeitig von der Souveränität, einer europäischen Souveränität, die die Mitgliedsländer, die Souveränität der Mitgliedsländer schützen soll. Gibt es da Parallelen? Ja, man könnte schon einige Parallelen machen. Ein bisschen zurück. Europa der Nationen, das wurde Europa der Vaterländer, das hat er tatsächlich nie gesagt. Ich weiß nicht ganz genau, wer das mal lanciert hatte, dieser Gedanke des Europa der Vaterländer, ob es von deutscher oder von französischer Seite kam, aber ich habe keine Erinnerung von de Gaulle gefunden, wo er das benutzt hätte. Aber sein Gedanke der Europa der Nationen wurde missverstanden in Deutschland, weil man hat sofort gedacht, Nation, das bedeutet Nationalismus, das ist natürlich eine Gefahr für Europa. Und de Gaulle bezeichnet, was natürlich also nicht im Sinne der europäischen Einigung gibt. So, es gab also ein großes Missverständnis. De Gaulle war für die Nation, war für die Interessen Frankreichs und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass er also ein Nationalist, war. Das hat also zu diesem Missverständnis geführt, wie der Gedanke Europa, das haben wir schon gesagt, aber das muss unterstrichen werden. Er war wohl für Europa, aber für eine Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Er war also für eine Konföderation, das heißt, wo die Staaten zusammenarbeiten in vielen Bereichen, aber sie behalten ihre Souveränität. Und er hat von vornherein den Gedanken von Jean Monnet und von Robert Schuman abgelehnt, der Gedanke der Supranationalität. Das heißt also, die Staaten verzichten auf einen Teil ihrer Kompetenzen und diese Kompetenzen werden nun also wahrgenommen
durch eine europäische Organisation. Ja. Das ist abgelehnt, weil er sagte, diese supranationale Organisation sind nicht besonders demokratisch, weil wir haben keine Möglichkeit, sie wirklich zu kontrollieren. Damals gab es noch kein wichtiges Europaparlament. Und auch heute kann man nicht sagen, dass das Europaparlament eine sehr strenge Kontrolle über die europäischen Institutionen ausübt. Ja. Also das war eine juristische, politische Auseinandersetzung. Jetzt mit Macron. Insofern hat Macron also schon verstanden wie de Gaulle, dass die einzelnen Staaten eigentlich nicht sehr viel erreichen können. Und gerade wenn man sieht, also die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, also Verhältnis zu USA, Verhältnis zu Russland, Verhältnis zu China, oder wenn wir sehen, dass wir vor internationalen Problemen konfrontiert sind, wie beispielsweise jetzt mit dem Coronavirus. Man sieht, dass es gibt keine reine nationale Lösung für die Bekämpfung dieser Pandemie, sondern wir brauchen also eine enge europäische und internationale Zusammenarbeit, weil der Virus kennt ja keine Grenzen. Deswegen der Gedanke von Macron, wir brauchen starke Staaten, die wissen müssen, was sie tun und weil sie die entsprechenden Mittel haben. Und wir brauchen auch ein starkes Europa, damit dieses Europa seine eigenen Interessen gegenüber den großen Mächten, USA, Russland, China und so weiter, durchsetzen kann. Ja. Insofern könnte man also Parallelen ziehen zwischen also den Gedanken von de Gaulle und den Gedanken von Macron. Vergessen wir nicht, es gab noch einen anderen Ausdruck von de Gaulle, was Europa angeht. Das war der berühmte Ausdruck Europa von der Atlantik bis zum Ural. Das bedeutete also ein großes, unabhängiges Europa, das praktisch also gleichberechtigt sein könnte in seinem Verhältnis zu USA und zur Sowjetunion. Also eine politische Kraft in der Mitte zwischen USA und Sowjetunion. Das war ein bisschen sein Gedanke. Und wenn Macron jetzt von souveränes Europa spricht, könnte man auch an diesen Gedanken von de Gaulle erinnern. Ich habe aber in den Vorlesungen von Alfred Grosser gelernt, dass de Gaulle einmal über den Ural geflogen ist und gesehen hat, dass es als Grenze nichts taugt. Ja, das ist klar. Ich bin auch das erste Mal, wo ich auch über die damals noch die Sowjetunion geflogen bin, weil früher, wenn man beispielsweise nach Japan flog, nach Tokio, flog man über den Nordpol und aber nicht über die Sowjetunion. Aber es kam dann eine Zeit, wo es möglich war. Ich habe einen der ersten Flüge gemacht und war überrascht, also wie groß das Land ist, ja, weil der Flug endete nicht und das war im Frühling, es war ein sehr heller Tag, man konnte sehr gut sehen und überall nur Schnee und Eis und so weiter und sehr flache Landschaft und der Ural spielte wirklich keine sehr große Rolle. Ja, herzlichen Dank, Herr Menudier. Vielen Dank, Herr Menudier. Dankeschön, auf Wiedersehen.